Guten Tag und willkommen zurück zu Tales of Berseria. Wir sind auf dem Weg nach Lowgrass. Und ja, wie ihr seht, habe ich dann wieder den Norman-Anzug an. Absichtlich, weil ich gerne mal einen Kampf damit machen möchte. Ich werde aber gerne sehen, wie das im Kampf aussieht. Ach, und ich merke gerade, unser Schiff ist zurück. Ich habe ja ein Schiff letztes Mal auf Expedition geschickt und wie es aussieht. Passiert das auch, wenn das Spiel nicht läuft? Läuft das auch im Hintergrund? Aber wie mache ich das? Also muss ich wirklich komplett... Nein, nicht Screenshot. Also muss ich wieder komplett zurück zum Hafen laufen, sehe ich das richtig? Also hinter mir, da seht ihr, da ist ein Schiffssymbol hinter mir. Und, wie es aussieht, muss ich dann wirklich immer zum Hafen... Moment, ich hab doch hier... Genau das Menü habe ich doch hier. Expedition. Ah, geht doch so. Seht dich da ist nur an. Wow, schon wieder einmal verloren. Thunfisch, Sojasauce. Haben wir nicht das gleiche. Haben wir nicht das letzte Mal das gleiche gefunden, außer dem Gericht? Das Gericht ist jetzt neu. Nee, Thunfisch hatten wir letztes Mal nicht gehabt. Wir hatten Trockenfisch letztes Mal gehabt. So, dann kann ich jetzt nochmal schicken. Moment, ich gehe mal kurz aus der Stadt raus, um zu gucken, ob es außerhalb der Stadt geht. Ja, das ist mir ganz wichtig, das herauszufinden. Aber müsste, denke ich mal, oder? Wieso auch nicht? So, ich bin jetzt außerhalb der Stadt. Expedition entsenden, wieder nach zum Laemon Meer. Zum Laemon Meer. Viel Spaß, halbe Stunde wieder weg. Haben wir wieder eine halbe Stunde Pause. Also kann ich theoretisch immer vor jedem Part immer das Schiff losschicken. Und vielleicht am Ende des Parts immer das Schiff zurückholen oder so. Ja. Gut, ich möchte gerne einen Kampf in diesem Anzug machen. Also wo seid ihr, lieben Gegner? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Also ich habe auch das Gefühl, die Gegner spawnen hier gar nicht so schnell. Ich habe nach der gestrigen Aufnahme, bin ich auf dem Feld hier ein bisschen rumgelaufen. Mein Leben. Ah, sieht das seltsam aus. I wish I had power like that. I'd forget about it if I were you. Und dann dieses Gespräch. Er guckt diese riesige fette Katze an und sagt, ich wünschte, ich hätte deine Kraft. Ja, dann sieht es auch genau so scheiße aus. Oder was auch immer das ist. Ich glaube, das ist keine Katze, oder? Es ist ein Normin. Ein Normin. Nur ein Normin ist keine Katze. So, Ausrüstung. Ne, Mode war das, ne? Alter. Nein, die Strategie, Alter. Bin ich zu unfähig dafür. So. Normal bitte. Und normal. So, perfekt. Gut. Haben wir das geklärt. Haben wir das geklärt. Ja, was ich sagen wollte. Genau. Die Gegner, habe ich das Gefühl, die spawnen hier gar nicht so schnell wie in Tales of Xillia. Weil in Tales of Xillia habe ich irgendwie, glaube ich, nie geschafft, wirklich ein ganzes Feld aufzuräumen von Gegnern, ohne dass dann irgendwie neue spawnen. Hier, wie gesagt, habe ich gestern nach der gestrigen Aufnahme. Ach, komm schon. Jetzt schade ich mit einem SG weniger, das ist ekelhaft. Habe ich dann hier gegen alle gekämpft, so ein bisschen trainingsmäßig und so weiter. Und was habt ihr nochmal für eine Schwäche? Wasser. Wasser hatte ich auf 4, glaube ich. Ja. Und sind keine mehr gespawnt. Ich hatte alle weg gehabt. Ich hatte alle getötet und es sind keine neuen dazugekommen. This is the Reaper's Power. Ich wollte heute auch mal ein bisschen wieder wechseln. Spielen wir heute mal einen anderen Charakter. Nicht wieder Velvet. Wen spielen wir denn heute? Spielen wir heute Rokuro? Ich würde sagen Rokuro, oder? Spielen wir heute Rokuro. Morgen dann vielleicht... Morgen dann vielleicht wieder den kleinen Lafayette. Aber heute spielen wir auf jeden Fall mal Rokuro. Schnauze, Rokuro! Red mich nicht so doof von der Seite an, wenn du gar nicht erlaubt bist zu reden. Ja? Okay. So, wohin gehen wir denn jetzt? Rechts oder links? Nein, das war die falsche Taste für die Karte. Wird mir nicht gesagt, was jetzt ist, ne? Ja, ich rate einfach mal. Ich gehe einfach mal jetzt hier lang. Wenn da jetzt ein großes Gebiet ist, dann gehe ich wieder zurück. Es ist ein großes Gebiet, wieder zurück. Aber da ist das Ziel gewesen. Da war der Stern, wo ich hin muss. Deshalb ist hier vielleicht was Optionales, irgendein geiles Item oder sowas, was wir gerne haben möchten. Ich möchte gerne alle Items haben. Okay, hier ist nur ein kleines Feld. Und es ist hier ganz schön ruhig. Ah, okay, die Musik geht los. Hat ein bisschen gedauert. Ah, da ist eine Katzkiste. Nice, okay. So, wie viel brauchst du?
95, ich habe 145, Alter. Du hast eine Katze gefunden. Zylinder, nice. Show me the Zylinder. Nice. Zu Rukuro passt's doch, oder? Sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus bei Rukuro. Ist ein kleiner Stilbruch, aber hey. Obwohl, so sieht sie auch wie so eine Magierin aus. ja, er bräuchte dann schon dann die Hutfrisur. So. Ah. Ja, okay, muss ja nicht unbedingt sein. Lafi, wie sieht's bei dir aus? Du brauchst auch die Hutfrisur. Ja, bei Lafi sieht's komplett beschissen aus. Da sieht's total schrecklich aus. Nee. Das tun wir niemanden an. Also ich finde, bis auf Lafi sieht's bei den anderen gar nicht so bescheuert aus. Er sieht halt nicht unbedingt passend aus, aber er sieht auch nicht bescheuert aus. Bei Lafisette sieht's halt unpassend und bescheuert aus. Deshalb, ja, brauchen wir nicht. Lag da was? Prüfen, eine Kamille. Okay, hier ist gar nichts irgendwie, wirklich, ne? Kann sein vielleicht, dass hier später noch irgendwie was ist. Und die Sonne kommt raus. Danke, Sonne, dass du mir in die Fresse scheinst und mein ganzes Bild zerstörst. Hör doch auf! Aber ich glaube, ich habe meine Farbeinstellung meiner Kamera so eingestellt, dass auch wenn die Sonne jetzt scheinen würde, werde ich zwar recht hell, aber nicht hässlich. Nicht, dass ich normalerweise gut aussehe, aber von der Farbgebung wird es dann nicht so ganz so schlimm. Ja. So, der unische Stern. Ich denke mal, wir gehen auch direkt straight zum Stern. Okay, ich komme direkt in die Cutscene. Those walls, they're so huge. That's Logris, the capital of the Empire. They keep demons out by enclosing the city within a great wall. Humanity has achieved great things on the backs of slave Malakim. Why the surprise, Lafayette? You've been here before, right? I have. But back then, I was not who I am now. I see. Tethered Malakim aren't even allowed the freedom to observe their surroundings. We'll soon lose such freedom ourselves. Huh? We've reached the heart of the Empire and of the Abbey. Soldiers and exorcists are stationed all around. This is no place for a collection of villains like us. I'm not looking for a place. All I need to find is Artorias. That's it. Ich bezweifle, dass wir ihn weder treffen noch besiegen werden, oder? Wobei, treffen vielleicht schon, aber dann kommt wahrscheinlich irgendwie seine da unten ist eine Kiste, wie komme ich da hin? Okay, ich komme da von der anderen Seite hin. Entweder er wird da sein, aber uns dann mit seiner Streitmacht oder sowas, keine Ahnung, vertreiben. Oder, wir werden gegen ihn kämpfen, er wird uns aber besiegen. Und dann werden wir irgendwie fliehen oder sowas. Vielleicht sowas Gaius-mäßiges, wie bei Tales of Zillia. Ja, genau, die Mystic Arts. Da wollte ich noch drauf eingehen. Die wollte ich noch einsetzen, ne? Killing Flash! When I'm this close, I won't miss! Form Zero! Thunder! Next! Form Zero! Thunder! Ich mag Rukuros Synchronstimme, die mag ich sehr gerne, ja. So, jetzt haben wir schon von Rukuro gesehen. Und jetzt haben wir noch Ausrüstungsfertigkeiten, perfekt. Haben wir noch von Eisen, die kann ich gleich auch noch zeigen. Also ich habe beide schon gesehen, weil ich habe ja wie gesagt gestern nach dem Part noch ein paar Monster getötet und die setzen halt die Mystic Arts von alleine ein, wie gerade auch schon Velvet. Ich kontrolliere Velvet nicht und sie ballert einfach ihre Mystic Art raus. Ich denke mal, ich muss gar nicht mal auf Eisen wechseln. Eisen wird gleich wahrscheinlich, wenn er seine Stoßanzeige auf 3 hat, wird er wahrscheinlich selbst schon das einsetzen. Deshalb warten wir einfach ab und dann kommt schon. Yay, yeah, ich kann endlich auf die Schattendolche wechseln. Endlich. Wie viel Schaden bekomme ich? 28 Schaden dazu. Nice! So mag ich mein Schaden. So mag ich ihn. So, du kriegst neue Stiefel. Was möchtest du denn für Stiefel haben? Du hast die Bernsteinstiefel fertig. Du könntest jetzt damit anfangen, die Kampfstiefel zu meistern, oder? Die Standschuhe? Gönn dir die Standschuhe. Du darfst die Standschuhe meistern. So! Du, Schlange, vielleicht wegen dir, gibt's jetzt ein Mystic Art von Eisen? Devour! Komm, greif mich an. Perfekt. Aua. Alter, ich bin ganz schön lange gestunt. Ich mag das Wort Deception. Ich mag das sehr gerne.
Ich weiß nicht wieso, aber es hat so einen wundervollen Klang. Irgendwie so, ich weiß nicht. Das ist genauso wie das Wort Conditions. Weiß nicht, das ist auch so. Es hat irgendwie so einen schönen Klang. Ich mag diese Wörter. Deception. Conditions. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Das klingt irgendwie schön. Ich mag das. You better be ready. Greif mich an. Greif mich nicht an. Wow, sogar wenn die mich nicht treffen, wird mir trotzdem eine SG abgezogen. Das heißt, ich muss seinen dämonischen Angriff, seinen R2-Angriff auf jeden Fall sehr vorsichtig einsetzen. Sonst, ja, laufe ich dann nur mit zwei SG-Kugeln rum und das ist ziemlich ekelhaft. Alter, ich muss irgendjemand stunnen. Mit zwei SG zu kämpfen ist ekelhaft. Eisen, du darfst ruhig, ne, Eisen? Your style is really unique. Just wait until I pull out the goose. Okay, wir haben hier bei Eisen, war das, ne? Ja, genau, Bernsteinstiefel. Dann gönn dir mal jetzt auch die Kampfstiefel oder so. Die darfst du jetzt meistern. Gut, dann muss ich wohl doch selbst zu Eisen wechseln, weil Eisen hat jetzt den ganzen Kampf über die Stoßanzeige auf 3, aber hat sich nicht getraut einzusetzen. Deshalb wechsle ich gleich im Kampf kurz. Und dann machen wir das. Oh, er macht's schon selbst. Think you can dodge? Try this! Das war auch nice. Ah, er hat auch eine nice Synchronstimme. Ah, ist schön. Ich mag die Synchronstimme. Ich find's schön. Nein, was mache ich da? So hab ich's geklickt. Victory is ours. Victory is ours. Alter, wie sie ihre Fertigkeiten, alle ihre Ausrüstungsfertigkeiten meistern. Was ist denn da los hier? Was möchtest du dann als nächstes haben? Gnadenblatt. Ja, Bernsteinpapier, da wird er schwächer, ne? Er wird um einiges schwächer. Aber egal. Uns geht's eh um die Meisterfertigkeit. Ey, Moment, der hat da noch was gehabt. Uns geht's um die Meisterfertigkeit. Also nicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht's auf jeden Fall um die Meisterfertigkeiten. Und die will ich auf jeden Fall alle erlernen. Und nicht alle, aber so viele wie möglich erlernen. Und solange ich jetzt keine großartigen Schwierigkeiten in den Kämpfen habe, kann ich, denke ich, mir es auch leisten, etwas schwächere Waffen mal mitzuschleppen, um die Fertigkeiten davon dann zu maximieren oder sowas. Die Galles-Seestraße liegt in diese Richtung, aber es ist gefährlich dort. Jetzt sind dort gerade Exorzisten unterwegs, die nach einer verschollenen Karawane suchen. Okay. Viel Glück bei der Suche. Ich hoffe, ihr werdet fündig. Here I come. Will mich jemand angreifen? Perfekt. Das ist ja auch irgendwie voll schwach, der Angriff. Da fehlt auch irgendwie Wumms dahinter. Ich hoffe, diese R2-Angriffe werden später irgendwie noch irgendwie ausgearbeitet. Greif mich doch einer an! Ich muss wirklich dann irgendwie zurückgehen und dann warten, bis mich einer angreift und dann erst R2 drücken und nicht einfach so random drücken, wie ich das mache. So, perfekt. I'll cut down anyone in my way. So, dann gehen wir uns die Kiste und dann gehen wir in die Stadt, okay? Das ist der Plan. Noch 6 Katzdinger. So, Kiste, was haben wir hier drin? Erdring, wow, das hat sich ja auf jeden Fall gelohnt. Davon habe ich ja noch nicht genug. Ja. Das ist unsere Seele. Zack. So, jetzt ab in die Stadt. Lasst mich alle in Ruhe, ihr komischen Wölfe. Ah, vorbeigekommen, perfekt. So, wir gehen frontal rein und fragen direkt nach Artorius. Könnte ich Arturus sprechen, bitte? Danke. An inspection. They won't inspect everyone. Just act natural. Your face is all stiff. I know. I know. Die Wache hat gerade Velvet besonders angeguckt. Den Kopf jedenfalls mit Velvet mitgeschwungen, mitgedreht, you, mitgezogen. The black coat. Show me your documentation. Oh fuck. Well, your travel permit from the Abbey. Where is it? Foolish girl, how many times have I told you? A magician's apprentice must wear a pleasant grin. Magician? Verily, I present to you the traveling troupe of mischievous misfits known across the land as
Mogilu's Menagerie. Entertainment for the ceremony? Why, yes, indeed we are, my dear. Please pardon my uncouth apprentice. Girl, allay the good man's fears and show him the dove trick you've spent all these weeks on. Go to! Huh? Oh, sorry, mistress. I forgot to prepare. You pathetic little shirker! A proper performer is perpetually prepared! It's fine. Doves flying around would be a nuisance. No, this will not do. If you cannot summon a dove, then act like one. Act like a dove. So eine eklige. Cool, cool. Oh, war das peinlich. Wow. Remember, Mogilu's Menagerie manufactures mirth. That was just a small sample for the good citizenry of Logris. Hey, you can't advertise here. Move along. Oh, man. As you say. Was zur Hölle war das? That was a fine ploy, Mogilu. Well, don't expect tricks like that every day. Coo, coo. Murderous gaze! Cuckoo! Those doves were amazing! Just a crude trick. If anything, it just shows the capital's defenses are pathetic. More like it shows how much confidence they have in those defenses. How many soldiers are here, Lafayette? The number of exorcists in the capital? At least 1,000. And 2 divisions of guards. I'd expect no less from the capital. They're not careless. They're covered. We need transit documents. See how the citizens smile? To think they were fleeing from demons just a few years ago. To hold an observance of this scale shows just how much peace their power has brought. A peace paid for with Luffy's... Velvet? Gur! Gur! Okay! Aber Mogilu hat es uns zu weit getrieben, ja? Die Wache hat schon gesagt, ist gut, geht weiter, ja? Aber sie wollte noch einen draufsetzen und dann noch so richtig Velvet abzufacken. Ja, komm, Velvet. Ja, mach da mal eine Taube vor, komm schon. Ich fand gerade das Detail auch sehr schön, wie, wir haben das Pech, aufgehalten zu werden. Velvet hat das Pech, aufgehalten zu werden. Und genau in dem Moment, wo wir dieses Pech erleiden, steht Eisen da und flippt so seine Münze hoch. Ja, das war ein schönes Detail. So von wegen, ja, habe ich ja gesagt, mit mir habt ihr nur Pech. Leckeres Gemüse aus den Regionen und aus fernen Ländern. Unser Gemüse kommt aus Ostgand und Westgand. Okay, wir sind gerade auf Midgand, ne? Midgand ist doch hier der Kontinent oder die Region. Midgand. Und in Midgand ist auch Logris. Und zwar die Stadt, wo wir gerade sind. Logris. Ich will mich dafür bedanken, dass ihr die ganze Zeit über mich wacht. Gern geschehen. Dich gesund und glücklich zu sehen, macht alles wieder wett. Oh. Der Taubentrick war fantastisch. Ich werde mir ganz bestimmt Mogilu's Menagerie anschauen. Gur, gur. Ich hoffe, dann kann Velvet nochmal die Taube spielen. Das ist mir sehr wichtig. The Abbey's job is getting harder and harder. We've all got to give them our full support. Let's backtrack a bit. Just what sort of organization is this, Abbey? You're kidding me. How do you not even know that? The Abbey is part of Midgand's Church of the Empyreans. Originally, it was an order of paladins and warrior priests devoted to exorcising evil. Yeah. The Abbey's official name is the Exorcist Abbey of the Church of Midgand. Nowadays, its members are all called exorcists. I'm impressed. You've done your research. So basically, they're just one branch of the church, right? For a side branch, they don't really strike me as humble. Of course not. The High Priest entrusted all his power to the Abbey's leader, Lord Artorius. He's effectively retired. So the Abbey's leader is at the top of the entire church. That's not all. The Prince also gave Lord Artorius authority over all military and government affairs during the crisis. Lord Artorius commands Midgand now.
and has formed a new theocracy to combat the demon blight. And that is the origin of the Holy Midgend Empire. The Abbey is its foundation and its ray of hope. Wow, okay, got it. The Abbey's a big deal. Aha, also ist sind die Exorzisten eigentlich nur ein Teil der Kirche gewesen und haben jetzt sozusagen die ganze Kirche übernommen. Aha. Ohne Fürst Artorius bestünde die ganze Welt nur aus Dämonen. Er ist wirklich der Erlöser der Welt und der Mörder von Lafayette. So sieht's aus. Ja, gönnen wir uns auf jeden Fall nochmal da hinten das andere Ausrufezeichen. Und dann gehen wir weiter in der Stadt. Ein bisschen hier noch uns weiter umgucken. Hier gibt es auch keine Shops in dem Abteil. Aber bestimmt hier ist eine Kiste. Ne, ist keine Kiste. Aber bestimmt ein paar nette Gespräche. Deshalb gönnen wir uns das auf jeden Fall alles ein bisschen hier. Wo ist denn der? Da ist er. Right now, Prince Percival is the one ruling Midgand. He's the Crown Prince. Parzival. The Crown Prince. What happened to the King? The King is in good health, but he's decided to withdraw from public life and leave the kingdom to Prince Percival. He declared that a new way of thinking was needed to save the world from this crisis. This King sounds like quite the guy. Prince Percival is incredible too. He's following in the footsteps of the King by working hand in hand with Lord Artorius in the Abbey. As long as we have Lord Artorius and Prince Percival, the future of Midgand is bright. Ask anyone. Got it. So all of Midgand is on Artorius' side. Ja, hier sind sie auf jeden Fall alle auf der Seite der Abtei. Also bis jetzt auf jeden Fall. In den anderen Städten war die Meinung recht zwiegespalten. Aber hier, bis jetzt ist das recht eindeutig. Bis jetzt sind alle wirklich... Praise die Abtei! Praise Lord Artorius! Praise Midgand! Praise Prinz Pasiral! Oder wie der hieß. Asiral. Ich habe den Namen wieder vergessen. Der klang mir viel zu sehr nach Pasiral. Ich weiß nicht, ob ihr einen meiner Kanäle kennt. Aber ich habe mal auf einem meiner Kanäle das Spiel Adibo reviewed und da war der Bösewicht auch Pasiral. Der erinnert mich jetzt an den Namen dieses Prinzen daran. Eure Anfrage, einen Auftritt zur Erbauung der Öffentlichkeit zu absolvieren, wurde genehmigt. Wir leben in einer dunklen Zeit und die Herzen der Menschen müssen leichter werden. Ordnungswidriges Verhalten jeder Art wird jedoch strengstens bestraft. Verstanden? Absolut, vielen Dank für eure Hilfe. Aha, okay, gut. So, gehen wir dann in den nächsten Stadtteil. Ach, guck mal, hier ist noch jemand. Einer der oberen Exorzisten wird bei der Zeremonie eine Rede halten. Vielleicht haben sie einen Weg gefunden, die Dämonenpest zu heilen. Na gut, da war vermutlich der Wunsch Vater des Gedankens. Ich glaube, dass uns die Rede nur zum Zusammenhalt aufrufen wird. Wir haben die Dämonen zwar aus der Stadt vertrieben, aber wir wissen immer noch nicht, was die Wurzel des Problems ist. Und bis dahin wird der Kampf weitergehen. Die Wurzel der Dämonen sind die Menschen selbst. Ja, das ist unsere dunkle Seite. Unser Wut, Hass, Missgunst, Neid. Ja, alles solche Gefühle machen uns zu Dämonen. Genau sowas. Hier ist, kann ich übernachten, machen wir gleich direkt, glaube ich mal. So viele Stände und Schausteller haben sich für die Zeremonie versammelt. Ich habe seit Ewigkeit nicht mehr so viele frohe Gesichter in der Stadt gesehen. Da hast du absolut recht. Ich habe dafür gebetet, dass der Tag kommen möge. Okay, gehen wir mal schlafen. Moin, ich möchte ein Bett haben. Danke. Wundervoll. So, hier gibt es nichts an Besonderes. Doch, gibt es ein paar Items. Wieso kann ich nicht, wieso starte ich nicht oben im Raum? Ich möchte gerne die Zimmer mir angucken. Darf ich nicht. Ich würde gerne mein Bett ansehen, wie ich da drin, wie es da drin aussieht. Wo ich da überhaupt drauf schlafen muss. Das würde ich gerne sehen. Aber das Spiel erlaubt mir das Spiel nicht. Scheiß Spiel. So, da ist eine Kiste. Ne, das ist auch keine Kiste. Mann, wo sind die Kisten? Oh, hier kann ich speichern. Und hier geht gleich schon direkt die Zeremonie los. Da oben steht schon Artorius. Seht ihr das? Pass auf, da. Jetzt kann ich wieder zeichnen. Das ist doch Artorius, oder? Ich meine schon, dass das Artorius ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht vertue ich mich gerade. Aber sieht so aus. Ich speichere kurz davor. Bevor gleich irgendwas Großes hier passiert. Gehen wir wieder auf die 1. Ja.
Kann sein, dass gleich direkt die Stelle kommt von der Cutscene, also Cutscene, vom Intro, vom Opening. Da gab es auch so eine Stelle, wo Artorius rausgekommen ist und vor zig Leuten geredet hat. Nee, das ist nicht Artorius. Ja, werden wir jetzt sehen. Nee, geht doch nicht. Ich dachte, jetzt geht hier eine Cutscene los, aber doch nicht. Nee, das ist nicht Artorius. Das ist jemand anderes. Wir exerzieren gerade für eine Parade, die im Rahmen der Zeremonie abgehalten werden soll. Ihr könnt zusehen, solange ihr Abstand haltet. Okay. Darf ich auch vielleicht ganz in die vorderste Reihe da zuschauen? Und vielleicht meinen schönen Dämonenarm einmal ganz weit nach vorne ausbreiten an die Kehle von Artorius? Hätte irgendjemand ein Problem damit? Ich hoffe nicht. Nee, das sind nur irgendwelche Prätoren. Das sah von Weitem so ein bisschen wie Artorius aus. Ah, okay. Ich kann hier auch nicht ran. Schade. Ich würde gerne... Da ist eine Kiste. Lass mich durch. Hinfort, der Prätor ist gerade dabei, ihr Soldaten beim Existieren zu beobachten. Oder wollt ihr vielleicht zum Prätor? Nee, ich möchte eigentlich nur zur Kiste. Affe. Ich verstehe, unsere Gilde wird euch so viel leihen, wie wir können. Dafür sind wir dankbar, aber dringendsten brauchen wir einen Ort, wo wir dem Imperium angemessen huldigen können. Unbedingt, aber was würdet ihr sagen, wenn der Schrein in der Kathedrale erweitert werden würde? Oh Mann, hier ist ja Friede, Freude, Eierkuchen. Alle arbeiten irgendwie gemeinsam, alle lieben sich, alle mögen sich. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, denn ich bin ein Antagonist, ich bin ein böser Dämon. Eigentlich gefällt mir das nicht. Ich möchte euch alle umbringen. Eine Kalzit-Montur habe ich schon gekauft. Kann ich also auseinanderbauen. Weil ich glaube, die Monturen können immer nur Frauen tragen. Ich weiß gar nicht, was genau dieses Wort Montur bedeutet. Also ich habe es schon öfters mal gehört, aber ich könnte jetzt nicht genau definieren, was das ist. Ob das vielleicht, dass das schon, wenn man das Wort an sich kennt, dann ist das vielleicht schon sowas wie, sage ich mal, wie Bluse. Ja, Bluse ist halt ein Kleidungsstück, was man weiß, das tragen halt nur Frauen. Vielleicht ist Montur ja auch irgendwie so ein Wort, was, ja, nur Klamotte, die halt nur Frauen tragen. Fuck, ich kann die Kiste nicht öffnen. Ich brauche noch, rechne. 9. 9 Geister brauche ich noch. Vielleicht finden wir die gleich noch im Laufe der Stadterkundungstour. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Du bist kein Katzgeist. Oh, guck mal hier. Ein Lavendel. Ich müsste mal die ganzen hier Blumen benutzen, die ich gesammelt habe. Die verstärken ja meine Stats. Ich habe ja so einige gefunden, aber noch nie welche benutzt. Muss ich mal machen. Mami! When's the prince gonna talk? The exorcists are coming too, right? I'm sure they will, dear. People are saying it's going to be a very important announcement about the Abbey. I want to see the exorcists! We need to thank them for saving us from the demons! You're right. We all have to show them our gratitude and help them however we can. Yeah! I'll follow the rules too. I won't be selfish. They sure are popular. Because these people don't know the truth. You think that's so? That the exorcists are fighting the demons they themselves cannot. That's why the people support the exorcists. Oh, meine Expedition ist zurück. Okay. Das war noch keine halbe Stunde. Hä? Die Aufnahme läuft gerade 28 Minuten. Okay. Also läuft die Zeit hier in... Wow. Das war ja gar nicht mal so gut. Also läuft die Zeit hier in Tales of Berseria ein wenig schneller. Nicht abbrechen. Ein bisschen schneller als unsere Zeit. Gut. Selbstsucht ist eine Sünde. Die Welt ist hart. Du darfst mich nicht verwöhnen, Mutter. In Ordnung? Haha, wie du willst, Liebes. Ich werde auf die Exorzisten hören. Das wird am Ende dafür sorgen, dass du sicher bist. Die Sache ist die, Velvet sagt so, ja, wenn die Wahrheit wissen würden. Ich weiß nicht, ob die Menschen dann großartig, erzürnt wären, wenn sie das hören würden. Ich meine, er hat halt eine Person geopfert, um halt die ganze Menschheit zu retten. Ich weiß nicht, ob dann die Menschen sagen würden, oh nein, Artorius ist so ein mieses Arschloch, wir dürfen nicht mehr an ihn glauben oder sowas oder ihn nicht mehr vertrauen. Eine Militärparade während der Zeremonie, und sie sagen, dass die Leute beruhigen soll? Für mich sieht das mehr nach einer Machtdemonstration aus, so als wollten sie sagen, geht vor uns in die Knie. Vielleicht ist jeder, der im Dienste der Abtei steht, eine feste Stütze der Gesellschaft, aber ich bezweifle das stark. Jemand, der ein wenig Skepsis aufzeigt. Interessant. Die Stadt ist wegen der Zeremonie gerammelt voll. Alle guten Plätze sind bestimmt bereits weg. Im Ernst? Oh Mann, ich wusste doch, dass ich besser vor Ort hätte übernachten sollen, um mir einen Platz zu sichern. Junge,
Das ist nur Artorius, nicht Justin Bieber. Beruhig dich. Ich darf hier durch, oder? Ja. Die Zeremonie beginnt in Kürze. Zum Burgplatz, hört aufmerksam zu und verhaltet euch angemessen. Okay, dann gehen wir nochmal zu kurz zum Burgplatz. Ich weiß, wir sind gerade bei 30 Minuten, aber ich bin heiß. Ich möchte noch die Cutscene sehen, wenn eine Cutscene kommen sollte. Oder halt die Rede noch hören. Listen to those cheers. The royals sure have these folks in line. Subjects, may I have your attention? Ooh. It is I, Percival Asgard, proud prince of the Midgand Empire. His Majesty, my father, and I are pleased to celebrate with you on this auspicious day. The ceremony started. It will be impossible to slip in now. After the opening, 10 years ago, our kingdom faced an existential threat, both from demons and the terrible spread of demon blight. However, one man raised a miraculous sword and stood so that the body and soul of the land over there would not be lost. You can climb up if you want, but attacking now would and be suicide. And the name of that man was Artorius Colbrand. Artorius! 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 None here, I trust, are unfamiliar with Artorius's noble act. To bring us salvation from demons, he sacrificed everything. But he's a murderer. He called Lord Innominat, one of the five Empyreans, and blessed us with the strength of the Malachim. But he's a murderer! Velvet! He serves as a shining beacon of reason in this world of turmoil. And reason is what binds us. But you killed him! You took everything that I loved! So raise your voices in praise to Artorius's devoted work! To the Savior, who purifies evil and guides our flock! Let us call him our Shepherd! Shepherd Artorius! Hirte! Artorius! Shepherd Artorius! Artorius! Shepherd Artorius! Shepherd Artorius! Even though the world was filled with suffering, I had to ask something tremendous of you all. I entrusted you to endure the pains of reason. I asked you to bind yourselves with shackles of your own will. For the only blade that can expel calamity is one forged from unshaking reason and the iron will to do what must be done. And now that very blade stands ready before all of us today, I offer my body and my life in service to the people of this great land. With the blessings of the Empyrean Innominat, I will guide you to a world without calamity. And this world's suffering will be nothing but a distant memory! But you're the one who murdered. You fool, they'll see us. You're the one who killed Lafayette. What? The Shepherd Artorius. That's who you're after? And here I was, hoping you'd just straight up pounce on him. That would be certain death. No, I need a sword of reason and will.
That's the only thing that can kill him. Killing Lord Artorias. Playing it safe? Boring! Regrettably, it is at this juncture we go our separate ways. I've got a bit of hunting to do. No one's stopping you. Goodbye. Farewell! May your days be fruitful and your nights tormented! If our enemy's calling himself a shepherd, he won't be going into hiding. Let's take this slowly. The old man behind him. Melchior, I take it? Yeah. Let's gather information on these people. If we know what they're planning, we can find a weakness. They're the most powerful men in the land. If we're going to look into them, we need a lead first. Aizen, do you have any underworld contacts in the capital itself? Like your friend at the port? I don't go inland much, I'm afraid. But Eifried has close ties to a shadow guild. A tavern in the city, run by an old man called Baskerville, serves as a front for them. A shadow guild? Those sorts of things actually exist? That settles it. Let's head to that tavern. They'll have food, I'm sure. Why not? Ja, was ich jetzt an dieser ganzen Sache interessant finde, ist... My stomach made a weird noise. That's another sign that you're alive. Dieser Begriff Hirte und Shepherd, der ist ja zum ersten Mal gefallen. Ja, weil, wie gesagt, dieses Spiel steht ja in Verbindung zu Cestiria und spielt ja irgendwann zig Jahre vor Cestiria. Und in Cestiria ist der Hirte, oder der Shepherd halt, ein weit verbreitetes, es ist ja schon so eine Legende dort, ja, dass irgendwie alle, irgendwie viele Jahre kommt immer ein Hirte und rettet die Welt, ja. Und wie es aussieht, klingt das so, als wäre er der erste Hirte gewesen überhaupt. Das ist interessant. Also, wenn in Cestiria das als Legende und so weiter alles angesehen wird, dann muss das locker schon irgendwie 1000 Jahre oder so in der Vergangenheit von Cestiria das hier spielen. Oder, keine Ahnung. Weil, um von einer Legende zu sprechen, müssen doch schon ein paar Jahre vergangen sein. Okay, vielleicht nicht 1000, vielleicht 1000 ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber schon eine lange Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ja, gut. Aber ich würde sagen, das war es dann für heute ein bisschen überzogen. Aber hey, es ist Sonntag. Und da hat man eh nichts dafür zu tun. Da kann man sich doch bestimmt die geilen 7 Minuten über Länge gönnen. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Passt auf euch auf und wir sehen uns dann morgen in alter Frische an einem wundervollen Montag. Und ich wünsche euch einen wundervollen Start in die Woche. Tschüss.